die erste Band, in der ich gespielt habe, wir hatten tatsächlich einen Song fertig geschrieben, der heißt Once Upon a Time in the West. Hat euch bei Sergio Leone geklappt? Ja. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfressen mit meinem Kompagnon, sag ich mal, Cliff Booth, a.k.a. Peter. Und an meiner Seite Jack Dalton, a.k.a. Manu. Rick fucking Dalton. Rick fucking Dalton. Okay, das schneiden wir. Nochmal neu? Achso, ja, kann man ja cut machen und nicht cut machen. Ja, und an meiner Seite Rick Dalton, a.k.a. Manu. Rick fucking Dalton. Rick fucking Dalton. Cheers, cheers auch zu Hause. Heute besprechen wir für euch den neuen Film von Quentin Dupieux. Und zwar Once Upon a Time in the West. Genau. Nein, natürlich von Quentin Tarantino, der neunte Film. Bitte, worum geht es sich? Das darf ich nicht verraten, ansonsten legt man uns das wieder als Spoiler aus. Okay, also dieses Review kann Spuren von Spoiler enthalten, können wir mal vorausschieben. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, was man da großartig spoilern könnte. Ja, man könnte halt im Prinzip sagen, dass er vieles nicht macht, was er ursprünglich machen wollte. Also ja, was er vorher gesagt hat. Ja. Okay, ja, aber das ist Tarantino, ne? Tarantino erzählt immer viel Zeug und macht dann doch irgendwelche anderen Sachen. Es ist ein Film, es ist erstmal ein Film. Ja, das ist schon mal richtig. In erster Linie. Und es ist nämlich wirklich schwierig zu sagen, so was es genau ist. Naja gut, ich meine, man kann ja zumindest sagen, es geht um einen Schauspieler, der unzufrieden ist mit seiner Karriere. Er ist auf dem absteigenden Ast. Genau, ne? Genau. Das ist gespielt von Leonardo DiCaprio, das ist Rick Dalton. Genau, und an seiner Seite halt schon ein quasi sehr guter Kumpel, der für ihn den Stuntman halt macht. Gespielt von Brad Pitt, halt Mr. Booth. Er ist quasi auch sein Lakai, macht alles für den. Ja, genau. Der ist so holt Chauffeur, die Wäsche, passt auf den Hund genau. auf, fährt ihn rum. Ja. Genau, ja. Ja, und es geht eigentlich darum, so wie der Rick Dalton so mit seiner Situation umgeht. Genau, genau. Im Showbusiness. Mhm. Und das ist einfach ein großer Liebesbrief von Quentin Tarantino an das Kino der 60er, 70er, 50er Jahre auch. Auf jeden Fall so diese Ära, vor allem so diese Zeit zwischen den 60ern und 70ern. Genau. So diese Übergangsphase. Das New Hollywood. Ganz genau. Und man merkt halt in jeder Phase des Films, Quentin Tarantino liebt Kino, liebt Film. Yep. Und er liebt auch diese Ära. Und wir fühlen diese Zeit und die ist aber halt auch durch seine Augen gezeigt. Ja. Und die ist vor allem durch Augen eines Filmemachers gezeigt und von Serien und Filmen geprägt, von Popkultur. Ne, das kann ja Tarantino, so Popkultur aufgreifen. Das macht er ja auch grundsätzlich immer. Deswegen fühle ich mich oder wir als Zuschauer fühlen uns auch ein bisschen heimelig da, weil wir das aus Filmen und Serien kennen. Ich war noch nie in Los Angeles, du warst schon da, ne? Ja. Aber ich habe das Gefühl, ja, ich kenne das alles. So, ich habe das alles schon mal gesehen. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Also da muss man sagen, viel Aufwand betrieben, was Setpieces angeht, was Ausstattung und so weiter angeht, dass man sich wirklich in die Zeit zurückversetzt. Ich war zu der Zeit, war keiner von uns da. Aber das macht er gut. Parallel wird die Handlung erzählt von Sharon Tate. Genau. Ja, quasi. Ja, das läuft dann so parallel. Und es läuft auf ein Finale hinaus. Genau. Ein großartiges Finale. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, die letzten 15 Minuten von Once Upon a Time in Hollywood ist das Beste, was ich tatsächlich von Tarantino bis dato gesehen habe. Wow. Das von einem nicht so großen Tarantino-Film. Genau. Ja? That being said, ich fand den Film gut. Ich fand den ziemlich gut. Es ist auf jeden Fall in seinem Schaffen einer seiner besseren. Weil er hier etwas ganz explizit, im Prinzip weist er hier ganz explizit auch auf sein Schaffen hin. Ja, er im Prinzip im Vorfeld dieses Jahr, er widmet sich den Manson-Morden. Weiß nicht, wurde das so explizit gesagt? Keine Ahnung. Ja. Okay, ja. Und das heißt, wir sind fixiert auf das Jahr 69 hauptsächlich, das spielt halt in dem Jahr. 69. 88. auf jeden Fall, das war ja so die Ära des New Hollywood, ne? Da wo die Industrie die ganzen Konventionen der genreübergreifend revolutionieren wollten. Roman Polanski, genau. Den wir auch hier sehen zum Beispiel. Genau.
Aber auch ansonsten, Italiener werden hier auch angesprochen, ne? Sergio Leone, nicht nur durch den Titel an sich, sondern auch, weil der auch hier wieder sehr westernlastig ist, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich mit dem Genre ja aufgewachsen bin. Es ist, wie ich gesagt habe, das Genre, was jetzt wieder, also in den letzten paar Jahren, ich habe ja gesagt, so welches Genre wird jetzt nochmal groß? Mhm. Was kommt nach den Comic-Verfilmungen? Mein Tipp war Western. Ja, ist auch in Westworld. Haben wir das ja auch nochmal gut geschafft. Aber was ich sagen wollte, er widmet sich einer dieser Ära, ist ja auch so ein bisschen Hippie-Revolution. Er hat hier auch, wie ich fand, geht da so ein bisschen gegen Hippies. Aber natürlich auch Hollywood an sich. Und gegen Hollywood? Ja. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber okay, sag mal, warum? Das Ende. Also, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ach so. Okay, gut. Aber ich fand das Ende halt schon irgendwie sehr ironisch. Ja, ich sehe trotzdem das eher so als ein Liebesbekenntnis. Ja, nein, der das, Industrie das, auch gegenüber. Das natürlich, ja. Weil Tarantino, egal wie sehr der sich auch anlegt mit Interviewern und mit Leuten, mit Produzenten und keine Ahnung, ich meine, er ist einer der wenigen Regisseure, die machen können, was sie wollen. Ja. Und er macht das auch. Und es ist irgendwie jedes Mal relativ erfolgreich. Ich glaube, außer The Hateful Eight war jetzt nicht so erfolgreich, aber er liebt diese Industrie. Ne? Deswegen sagt er auch immer, wenn er den tausendsten Take macht, ne? Warum? Because we love making movies. Und das merkt man hier auf jeden Fall in jeder Sekunde. Und das ist die erste Stunde, kann man sich schon fragen, was soll das Ganze hier eigentlich? Weil der ist sehr inhaltsleer, finde ich. Ziemlich. Da passiert nicht wirklich was. Ja. Aber trotzdem sind die Szenen geil. Und wie gesagt, dieser Blick in die Industrie, das ist viel Film im Film. Und fantastische Performance von Leonardo DiCaprio natürlich. Ja, fantastisch ist, finde ich sogar untertrieben. Ja, ist vielleicht seine beste sogar. Ja. Darstellung. Also ich persönlich. Schauspieler als Schauspieler zu spielen, ja, genau. Wie er schlecht Schauspieler, ist schon krass. Ja, und dann noch einen geilen Akzent gebracht. Also ich persönlich fand tatsächlich, dass er da alle an die Wand gespielt hat. Er hat auch, ich finde, Brad Pitt darf man hier nicht vergessen, weil er wirklich auch eine geile Leistung hier abliefert. Ja, er hat die anspruchslosere Figur. Spielt er sehr gut. Ich finde auch, dass die beiden sehr gut harmonieren zusammen. Aber besonders zum Beispiel, wenn wir dann so einen Altstar wie Al Pacino an der Seite von Leonardo DiCaprio sehen. Also, ich finde, der macht das schon verdammt, verdammt gut. Ja gut, Al Pacino ist auch nicht mehr ganz so frisch. Nicht mehr der Jüngste. Nicht mehr viel Gutes gemacht. Ja. Aber zu Leo, der hat, wenn er, das ist ja auch das Krasse, er hat ja diese Persona als Schauspieler und er hat halt diese, wenn er privat ist. Wenn er privat ist zum Beispiel, dann stottert er. Hat er so einen kleinen Stotterer eingebaut, den er dann, wenn er performt, nicht mehr hat. Ja. Wahnsinn. Also diese Kleinigkeiten, diese Nuancen, also das ist alles in diesem Film, so viele Details, die das große Ganze machen. Es ist, Tarantino erzählt hier wieder so eine Parallelrealität. Genau. Das ist das ganz Wichtige, weil viel läuft hier parallel. Auch die Geschichte von Sharon Tate läuft parallel. Rick Dalton und, wie heißt der nochmal? Cliff Booth. Hm? Die sind auch parallel voneinander. Ne? So der eine ist der Star, immer noch der Star, aber halt auf dem absteigenden Ast. Und der andere, gut, der ist halt für die Drecksarbeit da. Also er lebt von diesen ganzen Kontrasten und diese Welten, die so parallel nebeneinander laufen. Was ich halt geil finde, ist, dass der einzige von diesen ganzen Figuren, der wirklich glücklich ist, ist der mit dem beschissensten Job, das ist Cliff Booth. Mhm. Der lebt in einem Trailer. Mit seinem Hund. Ja, mit seinem coolen Hund. Weiß nicht, hat halt nicht viel Kohle, ja. Hat den schlechteren Job, muss aber mehr investieren, also mehr machen und hat trotzdem weniger Geld. Ist aber mit der Situation völlig im Reinen. Mhm. Das finde ich super cool. Ja, der ist auf jeden Fall super abgeklärt, seine Figur. Ja. Ansonsten haben wir hier auch noch ein riesen, ja, ich sag mal, Star-Aufgebot, ne, an Gastauftritten, Cameos. Kurt Russell, Michael Madsen lässt er wieder mitspielen. Cheech Marin im Hintergrund, im Saloon. Luke Perry, der leider nach den Dreharbeiten verstorben ist. Und dann war noch Danielle Harris zu sehen auf der Manson-Farm, die Schwangere. Ach, boah, okay, krass. Ja, ich habe auch nicht alles immer direkt erkannt, muss ich sagen. Es ist, ich möchte ihm nicht unterstellen, dass das Zitate-Kino ist, weil er macht schon Zitate-Kino immer, aber er macht das anders als das, was jetzt momentan in dieser Retro-Welle angesagt ist. Ja. Solche Sachen wie Stranger Things zum Beispiel, die packen halt ein The Thing-Poster in das Zimmer von 10-Jährigen. Ja.
kein 10-Jähriger in den 80ern hat ein The Thing-Poster an der Wand gehabt, weil der Film damals auch gar nicht diesen Kultstatus hatte. Er macht das halt anders. Er nimmt Sachen, die wir haben das Gefühl, dass es wirklich die Zeit ist. Auch wenn das eine ganz andere Realität erzählt, andere Sachen passieren, als wirklich in der Geschichte passiert sind. Es fühlt sich an von den Postern von und so weiter und so fort. Das sind nie so richtig, er zitiert nicht Filme ganz direkt, sondern immer indirekt. Subtil. Genau, das ist alles ein bisschen subtiler und dass man das, man checkt das halt trotzdem. Ja, wahrscheinlich nicht immer, aber... Ja, aber was ich halt meine, es ist nicht so dieses, da laufen welche in Ghostbusters-Kostümen rum, so was man heutzutage macht, ne? So von wegen, guck mal, da ist ein Zurück in die Zukunft-Plakat. Wir sind in den 80ern oder sowas in der Art. Ne? Das macht er halt nicht, macht das nicht zu sehr. Ja, aber das hat er ja auch noch nie gemacht. Ne? Genau, ja. Er nimmt sich diese Stücke. Von daher sage ich, das ist für Quentin Tarantino-Fans, ist das ein sehr cooler Film. Die werden, also die Leute, die wirklich die Essenz verstanden haben und die Faszination von Tarantino mit Kino an sich und vor allem mit seinem Kino, er ist ja auch ein großer Fan von sich selbst und zitiert sich hier auch sehr häufig selbst, ist das ein cooler Film, werden viel Spaß mit haben. Ich sag so, für Mainstream-Publikum oder für Leute, die nicht so viel damit anfangen können, könnte es etwas langweiliger sein. Eher nicht so, ja, die werden sich wirklich fragen, so, was zur Hölle ist hier los? Man braucht ein bisschen Hintergrundwissen über die Manson-Sachen, weil die waren zum Beispiel in den USA halt, die gehören wesentlich eher zum, wie soll man sagen, zum allgemeinen Verständnis, als das hier in Europa der Fall ist. So ein bisschen Hintergründe auch, was Filme angeht, was Polanskis Geschichte angeht und mit Sharon Tate und so weiter. Das hilft, wenn man das weiß oder so ein bisschen was über die Zeit weiß. Aber ich denke, der funktioniert auch so, weil alles, was er irgendwie aufbaut, zahlt sich am Ende auch aus. Mhm. Alles, was er einführt, gibt am Ende gibt's einen Payoff. Mhm. Und vor allem dieses grandiose Finale. Ja. Deswegen sage ich, ich also empfehle den Film für Filmfans, für Genrefans, für Tarantino-Fans und natürlich für Fußfetischisten. Für die ist dieser Film. Für Fußfetischisten? Ja, Tarantino ist bekennender Fußfetischist. Ist jetzt nicht aufgefallen in dem Film, wie viele blanke Frauenfüße man da sieht und die wirklich dann noch an die Fensterscheibe gepresst sind. Und vor allem Achselhaare. Mhm. Aber gehört halt zu der Zeit. Ich war sehr erstaunt, dass der Film so lange war. Mir eigentlich auch zu lange, aber tatsächlich hat er sich nicht so lange angefühlt, wie er im Endeffekt war. Ansonsten hat die Zeit wunderbar eingefangen. In dem Kontext ist ja noch sehr interessant, der hat, glaube ich, 4 Stunden Material, die er eigentlich verwenden wollte. Und da wird man jetzt noch irgendwas extended, so in Richtung Netflix-Miniserie oder so. Wir schon bei The Hateful Eight. Ja. Genau, habe ich noch nicht mal gesehen. Das gibt es ja auch nicht in Deutschland. Ich glaube, das ist nur in den USA. Stimmt. Im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, das ist ein ziemlich guter Film. Wie gesagt, das ist von den Tarantino-Filmen her, ist das tatsächlich so für mich einer der besseren. Ich bin ja auch kein, Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich bin kein großer Pulp Fiction-Fan. Da hat er bessere Sachen gemacht, Reservoir Dogs oder Kill Bill von mir aus. Und der reiht sich da tatsächlich ein. Ich würde es ein bisschen anders in der Hierarchie von Tarantinos Werken sehen. Ich finde es nicht sein bester, aber ist auch garantiert nicht einer der schlechteren. Zum Beispiel Django Unchained hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Ich würde den da auch höher einstufen als das, aber halt jetzt nicht so Reservoir Dogs Niveau, Pulp Fiction Niveau. Ich finde dazu... Tarantino macht generell zeitlose Filme, die man sich immer angucken kann, die zwar vielleicht in einer gewissen Zeit verortet sind, aber sowas wie Inglourious Basterds funktioniert, kannst du immer angucken. Ja, du meinst halt, der macht vor allem Filme, die Zeitgeist. Altern, also die nicht altern werden. Genau, das meint, ne? Also ist nicht an den Zeitgeist gebunden und da ist, funktioniert sowas wie Inglourious Basterds meines Erachtens besser, weil der, glaube ich, ein höheres Rewatch-Potenzial hat, als der Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ich glaube, den wird man nicht so häufig gucken. Also wie gesagt, die Szenen sind geil, das am Ende, worauf es hinausläuft, ne, wenn das alles da kulminiert, super, aber weiß nicht, ob ich dann immer so diese knapp 3 Stunden investieren würde, vielleicht würde ich dann eher einen anderen Film von ihm gucken. Okay. Aber insgesamt, Empfehlung. Insgesamt würde ich sagen, auf jeden Fall die letzte Viertelstunde oder wie lange es war, das war schon sehr, 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 sehr sehenswert. In der Tat. Ja, weil der Humor auch hervorragend da funktioniert hat. Ja, ich glaube,
Ja, du hast ja im Prinzip, hat man es ja schon durchgehört, es ist eine Empfehlung für jedermann. Vor allem für Tarantino-Fans. In erster Linie. Ja. Für diese Worte muss ich dir Dank sagen. Und auch mit dir anstoßen. Vollkommen richtig. Wie hat euch denn der Film gefallen? Könnt ihr mal hier bei YouTube in den Comments lassen. Oder auch nicht. Macht, was ihr wollt. Ne? Wie wir machen auch, was wir wollen und stoßen mit euch an. Prost. Prost. Bis demnächst, Peter. Bis demnächst, Mann.